Hallo und herzlich willkommen. Wenn du dir schon morgens ein bisschen Zeit für dich und deinen Körper nehmen willst, deine Wirbelsäule mobilisieren und deine Muskeln dehnen möchtest, dann ist die folgende Übungsabfolge genau das Richtige für dich. Starte entspannt und energiegeladen in den Tag. Auf die Matte, fertig, los! Wir beginnen in der Katze-Kuh-Position. Richte deine Schultern auf einer Linie mit den Handgelenken aus und die Knie stehen unter dem Becken. Mit der Einatmung kommst du in ein geführtes Hohlkreuz und mit der Ausatmung machst du dich ganz rund, nimmst dein Kinn zur Brust und schiebst die Schulterblätter auseinander. Einatmen und runden und ausatmen. Neutrale Position. Von hier aus schiebst du dich in die Flankendehnung. Du stützt dich auf dem linken Schienbein ab und der Arm geht über den Kopf weg. Seitenwechsel. Das Ganze mit der rechten Seite. Schön lang machen, tief durchatmen. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Nimm die Hände in diese Position, sodass die Fingerspitzen jetzt zu deinen Knien zeigen. Und bewege dich so vor und zurück und dehne somit die Unterarme. Einatmen, wenn du dich zurückschiebst und ausatmen, wenn du vorkommst. Löse hier auch wieder langsam auf und komm in den Fersensitz. Im Wechsel wollen wir den Rücken rund machen, Kinn zur Brust und die Arme weit zur Seite öffnen. Beim Öffnen atmest du durch die Nase ein und wenn du abtauchst, atmest du aus. Öffnen, Arme rausschieben. Super gut. Die Hände verschränkst du jetzt hinter deinem Körper und lässt jetzt dein linkes Ohr zur linken Schulter fallen und spürst in der rechten Nackenseite eine angenehme Dehnung. Atme ruhig und entspannt weiter. Seitenwechsel. Jetzt kommt das rechte Ohr zur rechten Schulter und du spürst eine Dehnung auf der linken Seite, im linken Nackenbereich, Schulternackenbereich. Auch hier entspannt weiteratmen. Löse die Position langsam auf und schiebe dich im Wechsel von rechts nach links. Das Becken bewegt sich nicht. Du schiebst den Oberkörper nur von der einen zur anderen Seite. Der Arm geht dabei über den Kopf weg. Und du darfst dabei auch eine Dehnung in deiner seitlichen Oberkörpermuskulatur spüren. Prima gemacht. Nimm nun die rechte Hand ans linke Knie und dreh dich zur linken Seite auf und wechsel die Seite. In der Mitte kannst du einatmen und beim Aufdrehen kannst du ausatmen.
Komme nun wieder in den Vierfüßlerstand und leg dich dann auf dem Bauch ab. Wir beginnen mit der linken Seite. Das Bein stellst du so, wie du es hier sehen kannst, hinter dem Körper ab. Der rechte Arm liegt lang auf dem Boden und du dehnst hiermit den Schulterbereich. Der Kopf ist abgelegt. Mit dem anderen Arm kannst du dich vor dem Körper stützen. Du kannst die Augen geöffnet halten oder auch gerne schließen. Seitenwechsel, linker Arm lang auf dem Boden, rechtes Bein über das linke Bein nach hinten wegsetzen und nun spürst du die Dehnung im linken Schulterbereich. Auch hier ist der Kopf abgelegt und du atmest ganz entspannt weiter. Löse die Position langsam auf und schieb dich hier einmal zurück in die Kindspose, in die Child's Pose. Die Arme sind in der Mitte, lang vor dir ausgestreckt. Und nun kommst du in die Cobra-Position, schiebst dich vor, Hände neben dem Körper abgestützt. Und wir machen jetzt immer einen Wechsel zwischen Child's Pose und Cobra. Also nach hinten wegsetzen, zwei Atemzüge nehmen, ganz ruhig und entspannt und dann nach vorne in die Cobra-Position. Arbeite hier in deinem Tempo. Wenn du dich vor in die Cobra schiebst, dann achte darauf, dass du nicht in einem Hohlkreuz bist, sondern das Becken gekippt hast, den Bauchnabel ziehst du rein zur Wirbelsäule und achte auch darauf, dass die Schultern weg von den Ohren sind. Bleibe jetzt in der Child's Pose und wippe ein wenig mit dem Oberkörper auf und ab. Wir wollen nun zur rechten Seite hin wandern mit den Händen. Du dehnst so jetzt den linken Flankenbereich. Du darfst einen schönen Zug in der Seite spüren. Bleib kurz in der Position, atme tief ein. Aus. Du kannst auch gerne mit dem Oberkörper hier ein wenig auf- und abwippen und komm dann über die Mitte zur linken Seite. Jetzt spürst du die Dehnung in deiner rechten Flankenseite. Auch hier tief ein- und ausatmen. Ruhig auch, wenn es dir angenehm ist, mit dem Oberkörper ein bisschen auf- und abwippen und die Dehnung genießen. Komm über die Mitte in den Vierfüßlerstand, mach die Knie oder stell die Knie ein bisschen breiter auf, ungefähr mattenbreit und geh mit dem Oberkörper tief zum Boden. Die Arme sind lang und auch hier den Rücken schön lang machen. Prima gemacht, löse auf, komm in den Vierfüßlerstand und fädle deinen rechten Arm unter dem Körper durch, leg den Kopf ab. Und bleib in dieser schönen Rotation und atme tief ein und aus. Seitenwechsel, komm über den Vierfüßlerstand auf die andere Seite, nun den linken Arm unter dem Körper hindurchführen, Kopf ablegen, der rechte Arm ist schön lang
und auch hier diese Wirbelsäulenrotation genießen. Dreh den Oberkörper richtig auf, Brust schön öffnen und entspannt ein- und ausatmen. Löse die Position langsam auf und komm in einen Upstretch und geh ruhig mal ein paar Mal auf der Stelle, also im Wechsel Fersen nach unten schieben, der Rücken ist schön lang, der Blick ist nach unten gerichtet, Gesäß Richtung Decke schieben. Also finde dich erstmal in dieser Position ein und komme dann mit dem rechten Bein nach vorne, leg dich ab in die Taube. Wir bleiben einen Moment erstmal oben in dieser Position, die Hände sind abgestellt und du kannst dein Becken leicht von rechts nach links schaukeln. Linke Bein ist lang abgelegt nach hinten und wir gehen eine Etage tiefer. Du legst dich auf die Unterarme ab, auch hier mit dem Becken leicht hin und her schaukeln. Die Dehnung wirst du jetzt spüren in der rechten Gesäßhälfte. Auch in der Leistengegend darfst du was merken. Wenn das gut klappt, kannst du noch eine Etage tiefer gehen und die Stirn nun auf den Händen ablegen. Sollte das zu viel sein, kannst du gerne wieder einen Schritt zurückgehen. Komm über den Upstretch auf die andere Seite. Nun geht das linke Bein nach vorne und das rechte Bein ist lang nach hinten ausgestreckt. Auch hier erstmal die Hände abstellen und mit dem Becken rechts und links schaukeln. Die Dehnung spürst du jetzt ganz deutlich in der linken Gesäßhälfte. Und wenn du magst, komm auch hier eine Etage tiefer auf deine Unterarme. Der Blick ist nach unten gerichtet, Halswirbelsäule in Verlängerung der Wirbelsäule. Und auch hier als Option, du kannst die Stirn gerne ablegen. Löse die Position auf, komm nochmal in den Upstretch und lauf nochmal auf der Stelle, Fersen im Wechsel zum Boden schieben. Von hier aus kommst du nun in Bauchlage und legst den Kopf seitlich ab und entspannst den unteren Rücken, indem du mal das Becken von rechts nach links schaukeln lässt. Komme nun in den Vierfüßlerstand und im Wechsel machst du so eine Art Seitneige und neutralisierst so nochmal die Wirbelsäule. Weiter geht's in Rückenlage und du machst dich ganz klein, umfasse deine Schienbeine und roll ein bisschen von rechts nach links auf der Wirbelsäule, unterer Rücken ein bisschen mobilisieren. Stelle das linke Bein ab, das rechte Bein geht nach oben in die Luft und im Wechsel streckst du den Fuß und ziehst ihn hier ran. Du kannst hier auch Kreise machen, also ein bisschen das Fußgelenk mobilisieren und die Dehnung in der Beinrückseite ist deutlich zu spüren. Seitenwechsel, das Ganze mit dem linken Bein. Fasse den Oberschenkel und mach kreisende Bewegungen. Fußgelenk, zieh ihn ran, streck ihn. Position lösen, Füße wieder aufstellen
ungefähr mattenbreit. Du lässt die Knie jetzt zusammenfallen. Eine Hand geht auf deinen Bauch und eine auf deine Brust. Und du schließt die Augen und atmest tief ein und aus. Spür jetzt mal, wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke hebt, die Hand hebt und dann wieder senkt. Mach jetzt mal die Füße und Arme lang und reck und streck dich mal. Ein bisschen auseinanderziehen den ganzen Körper. Und finde dann zum Ende hin nochmal eine für dich angenehme Position. Du kannst die Füße ausstrecken, die Beine lang machen oder auch aufstellen. Nimm ruhig nochmal die Hand auf deinen Bauch und auf deinen Brustkorb und spür einfach nur, wie der Atem in dich hineinfließt. Die Bauchdecke wölbt sich und wieder hinaus. Atme langsam und ruhig. Sehr gut gemacht. Das waren unsere 15 Minuten Dehnen am Morgen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und den Kanal so abonnieren. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau mal auf der Website und speziell da auch im Blog vorbei. Da warten viele spannende Artikel auf dich. Ich verabschiede mich, starte jetzt auch in meinen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.